negative Exponenten. Ist auch gar nicht so gefährlich. Ich mache mal Folgendes, ein ganz kurzes Beispiel. F von x sei 1 durch x. Dann darf ich das auch genauso darstellen als f von x ist gleich x hoch minus 1. Das dürfte nichts Besonderes sein. Das ist aber ein negativer Exponent. Wie sieht so ein Ding dann aus, so ein Graph dieser Funktion? Das kann man wieder mit Wertetabellen machen und in der Zeit halte ich mal kurz an und wir malen mal den Graphen. Das machen wir im Kopf, das ist nicht so schwer. Oder machen wir es mal gleich. 1, 1 und so weiter. Wir setzen mal Folgendes ein, und zwar 1. Wir machen das aber hiermit, das geht leichter. Hier. Wir nehmen den Graphen von hier. Das ist bloß eine andere Darstellungsweise. Setzen wir mal 1, eine positive 1 ein. Dann ergibt sich 1 durch 1 ist 1. Wir setzen mal eine 2 ein. Dann ergibt sich 1/2. Bei 3 ergibt sich 1/3 und so weiter. Und man ahnte schon, diese Funktion hat die Eigenschaft, dass sich ihr Graph der x-Achse ganz nah annähert, aber ihn nie erreichen wird. Machen wir das mal mit 1/2, dann steht 1 durch 1/2 ist 2. Mache ich das mit 1/3, also ganz knapp, dann ergäbe sich 3. 1/4 ergäbe sich 4 und so weiter. Also nähert sich dieser Graph der Funktion unendlich nah der y-Achse an. Und hier der x-Achse. Bitte? Berührt sie nie. Nein, richtig. Und wenn ich hier eine 0 einsetze, habe ich Pech gehabt, dann muss ich sagen, geht nicht. Dann ist vorbei. Aber man ahnt es schon, je kleiner oder je weiter ich an 0 rangehe, umso größer wird der Funktionswert werden. Das heißt, also, theoretisch könnte man sagen, dann ist 1 durch 0 ja unendlich. Ne? Aber bei uns in unseren Zahlen, reellen Zahlen, ist es nicht definiert, deswegen lassen wir es. Machen wir das mit minus 1. Ich setze minus 1 ein, also x ist minus 1, dann ergibt sich 1/-1. Machen wir das weiter, dann können wir auch hier, ich lasse jetzt mal die ganze Rechnerei sein, dann können wir hier diesen Graphen praktisch hier nochmal sozusagen wie Punkt spiegeln. Jetzt gibt es eine Frage. Jetzt haben wir das Ganze mal vergrößert, weil das hier ein bisschen piepelig war. Wir haben auch mal eine Wertetabelle aufgebaut. Achtung, durch 0 geht nicht, deswegen habe ich hier alles durchgestrichen. Und nochmal zum Einsetzen von kleineren Werten, kleineren x-Werten. 1 durch 1/3, durch ist mal, deswegen ergibt sich 3, 1 durch 1/4 ergibt sich 4 und so weiter. Das mal im Vergrößerten eingemalt, heißt das hier, wenn ich hier meine 1 habe, also nicht jetzt hier in kleinen Kästchen, sondern mal richtig auseinandergezerrt, ergibt sich 1 durch 1 ist 1, ist kein Problem. Ich setze eine 2 ein, ergibt sich 1/2, hier ist 1/2, die Hälfte von 1, also hier. Ich setze 3 ein, ergibt sich 1/3, also hier auf der Höhe und so weiter und so fort. Daher kommt jetzt im Kleineren dieser Graphenverlauf zustande. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel, gleich in dieser mikroskopischen Darstellung. F von x ist 1 durch x hoch 3 oder f von x ist x hoch minus 3, kann man auch sagen. Ungradzahliger Exponent und negativ. Dann ergibt sich 1, 1 mal 1 ist 1, kein Problem, der bleibt. Jetzt setze ich mal eine 2 ein. 2 mal 2 mal 2 ist aber 8, ergibt 1/8. 1/8 ist aber, hier ist 1/4, hier ist 1/8. Setze ich eine 3 ein, 3 mal 3, 1/27, dann bin ich schon ganz nah an der x-Achse. Das heißt, der Graphenverlauf, und das ist der einzige Unterschied, denn hier kam eine Frage aus der Schülerschaft, ist doch fast egal, so genau kann man ja gar nicht malen. Der Graphenverlauf ist hier etwas anders, als wenn ich sage, die Schwarzen waren ja f von x ist 1 durch x. Hier sieht es so aus, dass dieser Graph sich nicht ganz so rasend schnell der x-Achse annähert. Er macht es auch, aber nicht ganz so rasend schnell. Diese kleinen Unterschiede in unseren Miniskizzen sind aber fast vernachlässigbar. Also die haben ähnlichen Verlauf, bloß dass ich hier eben etwas rasender und hier etwas rasender sich den Achsen nähern, den x- und y-Achsen. Das ist der einzige Haken bei der ganzen Geschichte. Das waren die ungradzahligen negativen Exponenten. Gradzahlig, glaube ich, ahnt ihr schon, was passiert. Machen wir mal kurz Pause und ich werde mal schnell eine neue Skizze machen.
jetzt haben wir schnell mal was gemalt. Jetzt kommen wir zu geradzahligen negativen Exponenten. Das ist keine Überraschung. Eigentlich funktioniert das fast genauso. Ich setze mal hier eine 1,1 wieder. So, und ich setze mal ganz einfach hier ein. 1 durch 1 mal 1. Okay, ich habe wieder meinen charakteristischen Punkt. Machen wir das gleich mal im Negativen. Minus 1 mal minus 1 ergibt ein plus 1. Also habe ich hier schon mal den anderen Wert. Achso, ich wollte die ja in der Farbe machen. Gut. Jetzt setze ich mal eine 2 ein. 1 durch 2 mal 2 ist 1 Viertel. Also 2 ist bloß noch 1 Viertel. Rasend schnelle Annäherung. Bei der 3 habe ich nur noch ein Neuntel, noch knapper. Und so weiter. Bei der 4 habe ich ein 64. Das kann ich schon gar nicht mehr darstellen. Auch dieser Graph nähert sich nur der x-Achse. Aber, und jetzt die ganze Sache nochmal umgekehrt. 1/2 mal 1/2 mal 1/2 ist 1/8. Also ergibt 1/2 gleich 8. Kriege ich gar nicht hingemalt hier. Dieser Graph sieht also so ähnlich aus wie der beim Ungeradzahligen, wie bei 1 durch x plus, eben wieder mit schnellerer Annäherung. Oh, das letzte durfte ich gar nicht so malen. An die Achsen. Das funktioniert hier genauso. Und mache ich das mit negativen Zahlen, dann habe ich hier wieder eine Achsensymmetrie. Das heißt also, wenn wir das alles zusammenfassen, können wir immer sagen, ist der Exponent geradzahlig, ganzzahlig und geradzahlig. Dann habe ich die y-Achse als Spiegelachse. Ich kann das auch mit 1 durch x hoch 4 machen oder x hoch minus 4, kann man ja sagen. Ist er geradzahlig, habe ich immer die y-Achse als Spiegelachse. Und ist er ungeradzahlig, dann habe ich Punktsymmetrie, nämlich in diesem Fall ist es hier der Punkt 0, 0. Das Ganze gibt es jetzt wieder mit Verschiebungen in rechts und links und sonst was für eine Form, aber da kommen wir dann später drauf. Jetzt erstmal nur das zum Grundprinzip, da gibt es eine Frage. Sie haben es ja alle schon geahnt, die Schüler. Wir könnten jetzt auch wieder eine Wertetabelle anlegen und so weiter. Aber wir haben hier keine Art Scheitelpunktsform, sondern wir haben hier ein echtes absolutes Glied. Das heißt, sämtliche Werte werden nach unten verschoben. Und zwar um minus 2 nach unten. Und ich muss hier eine Hilfslinie einmalen und an die wird sich der Graph in diesem Fall in der Waagerechten anschmiegen. Man sagt zu diesem Ding Asymptote. Und wenn ich jetzt diesen Graph hier schnappe, dann sieht der im Prinzip genauso aus. Nur hat er sich, er nähert sich auch ganz schick wieder meiner y-Achse. Das macht er von beiden Seiten. Aber er nähert sich dieser Asymptote, und zwar die heißt in diesem Fall minus 2. So würde dann dieser Graph aussehen. Ich mache mal wieder Pause. Gut, schließen wir das Video an der Stelle ab. Wir haben also auch noch ganz schnell über die Asymptote gesprochen. Das muss in diesem Fall genügen. Also nochmal zusammengefasst. Bei ungeradzahligen Exponenten unterm Bruchstrich oder, ich sag's gleich, bei ungeradzahligen negativen Exponenten habe ich wieder die Punktspiegelung, ähnlich wie im anderen Fall. Und bei geradzahligen habe ich die Achsenspiegelung an der y-Achse, beziehungsweise je nachdem, wenn noch was dahinter steht, kann ich sagen, alles um 2, um irgendwas verschoben. Und diese Linie, die gedachte Linie, an die sich dann der Graph hier in der Waagerechten annähert, heißt Asymptote. Ich schließe das Video an der Stelle ab.